Jo Leute, was geht ab und willkommen auf dem Dog Nation Kanal. Und ja, und der Robin und ich haben uns zusammen was bei Hotswap bestellt. Die machen so Schnellverschlusssysteme fürs Motorrad, wenn man mal ins Gelände geht und das Kennzeichen erstens nicht kaputt machen möchte oder wenn man nicht gesehen werden möchte oder wenn man einfach nur Fotos machen geht. Dafür ist dieses Hotswap-System gemacht. Ich habe hier hinten auch nochmal das Gorilla Plate. Das ist dafür da, um das Kennzeichen nochmal mehr zu stabilisieren. Aber um das geht es heute gar nicht. Wir widmen uns heute mal nur um die zwei Sachen hier. Einmal das Pro-Modell von dem Hotswap und einmal von der ersten Generation. Und dadurch, dass ich auf YouTube noch nichts darüber gefunden habe, wo die verglichen werden, und dann dachte ich mir, voll nice, dann könnte ich ja dazu sogar noch ein Video machen und vielleicht den ein oder anderen dabei helfen, eine leichtere Entscheidung zu treffen. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem von der ersten Generation an. Es gibt einmal den Sticker, eine Gebrauchsanleitung und das Hotswap-System an sich. Ich lege mal das Papierzeug ein bisschen auf die Seite. Im Grunde ist auch alles dabei, was man so braucht, außer natürlich das Werkzeug, um es zu verschrauben. Es ist ein eloxiertes Spezialaluminium. Ich kann nur sagen, die Materialien sind auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig gewählt. Und wie ihr auch schon seht, und das ist der erste große Vorteil an diesem System, dass es sehr klein ist. Also es passt ja wirklich in meine Handfläche rein. Und umso kleiner es ist, umso weniger erkennbar ist es, was natürlich ein schöner Vorteil ist. Vom Gewicht her sehr angenehm. Und ich habe jetzt mal noch schon extra ein bisschen das Licht aufgedreht, dass ihr seht, wie schön es verarbeitet wurde. Das ist ja in dem Fall jetzt das blau eloxierte, passend zum Motorrad von Robin seiner Maschine. Hier wird ein zusätzlicher Magnet eingeschraubt und am Heck platziert. Ja genau, und dann wird das System hier per Magnet einfach zusammengehalten. Eine schöne Sache. Im Grunde auch eine echt geniale Idee. So, und jetzt stellt sich vielleicht der ein oder andere auch mal die Frage, warum es denn eigentlich jetzt ein Pro-Modell gibt. Und ich habe extra angerufen bei den Jungs und habe mal gefragt. Und die haben gesagt, die hatten einen Vorfall mit einem Kunden. Der hat den Unfall mit seiner Enduro und hat sich deswegen beschwert, dass das Kennzeichen runtergefallen ist. Und die haben jetzt seit 3 Jahre lang rumentwickelt und mit sehr vielen Tests und Tüftlerei haben sie jetzt das Pro-Modell entwickelt und das habe ich jetzt in den Händen. Von der Breite her ist auf jeden Fall die erste Generation schmäler, aber von der Dicke her ist dafür wieder das Hotswap Pro dünner. Hier funktioniert das System nicht per Magnet, sondern mit dieser Schraube, mit dieser zusätzlichen. Die Schraube hat innen drin eine Feder und wenn man an der Lasche unten zieht, dann zieht sich die ein. Das heißt, wenn ich jetzt an der Lasche ziehe und das System jetzt reinschiebt, bis es Klick macht, habt ihr jetzt ja eh gehört, dann ist es fixiert und egal, was man hier rupft und tut, wenn man die Lasche hier nicht runterzieht, wird dieses System nicht aufgehen. Die haben das sogar so weit ausgereizt, dass die das komplette Motorrad auf diesen Hotswap-System hochlupfen können. Ich blende euch da einfach mal jetzt kurz mal ein Video ein. Ja, und es hebt einfach bombenfest und da seht ihr auch schon mal die Vorteile dadurch. Der Nachteil ist dafür, dass man bei diesem System nicht mit einer Hand es losbekommt. Also hier muss man wirklich mit der einen Hand ziehen und mit der anderen Hand dann das wieder rausschieben. Wo im Gegensatz zu dem System hier wirklich per Hand, wenn man ein bisschen ruckelt und ein bisschen Kraft aufwendet, sich es dann löst. Ich blende euch mal einen kleinen Clip ein vom Six Shifts. Der hat das mal demonstriert auf seinem Bike, wenn er drauf hockt. Und der kriegt es halt dann einfach nur, wenn man ein bisschen ruckelt und zieht, kriegt er das Kennzeichen vom Motorrad gelöst. Ja, und das ist der wesentliche Vorteil auf jeden Fall bei diesem System. Ja, und ich werde jetzt nicht, wie klassisch auf dem Foto jetzt gezeigt, das an dem Heck ran machen, sondern ich werde das oben an dem Plastikstück selber dran setzen. Und ich glaube, mit dieser Vorrichtung wird das eine richtig coole Sache werden. Dazu kommt aber dann noch mein separates Video. Ja, was auch noch spannend ist, ist, dass ja die Systeme sind ja extra konzipiert für die Enduros und Supermotos. Aber es wird auch ab Ende Februar noch ein zweites System geben, die dann auch für offene Hacks, wie zum Beispiel bei der KTM, Duke und so weiter, auch passen. Also es ist eine ganz coole Geschichte. Also nicht nur, wenn man eine Supermoto hat oder eine Enduro. Und klar, die Dukes gehen zum Beispiel jetzt nicht unbedingt ins Gelände, aber es ist schon allein chillig, wenn man das Kennzeichen schnell wegmontieren kann, um ein paar Fotos zu machen, weil das Heck sieht, sind wir ehrlich, bei jedem Motorrad viel, viel geiler aus,
sobald das Kennzeichen verschwindet. Und was gibt es dann Besseres, als so ein System dazu zu verwenden? Das Coole ist dran, es ist ja auch noch patentiert. Das heißt, es gibt es auch nirgendwo anders zu kaufen, außer bei denen im Shop. Und was halt auch noch cool ist, ist, dass es halt ein einheimisches Produkt ist. Es kommt ja aus Österreich und man kann gerne auch so Leute unterstützen, die sowas herstellen und sich die Zeit nehmen, um sowas Cooles zu entwickeln. Also ich finde das eine geniale Geschichte und ich kann es auch nur jedem empfehlen. Ich werde euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und dann nochmal ein Video dazu machen, wie wir das System vom Robin an seine Maschine dran bauen und wie wir das Pro-Modell auch noch an meine Karre ranmachen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal enorm. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und ciao.